Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo von oben. Hallo von oben. Was? Du bist unten. Wow. Nochmals sorry für die letzte Aufnahme, was den Ton angeht. Wir gehen jetzt mal ins Richtung Sumpf. Ja, wir gehen Frösche klatschen. Naja, also wir wollen Frösche fangen und Baryonyx Ja, wir haben im halt um Moment noch nicht Unterwasser viel zu zu bieten, gehen. ne? Alles, was wir. So, ein paar Bärchen für den Bär, dass er satt wird. Gucken, was der Sumpf zu bieten hat. Da schön auf den Bär, man kann drauf sitzen bleiben und schießen. Und du kannst schön tanken mit deinem. Richtig. Ich darf nicht zu schnell, ich hänge sonst Ja, easy du ab. hängst mich ab. Aber der Sumpf ist ja hier gleich um die Ecke. Ja, wenn wir Glück haben, der erste Barry ist gleich hier um die Kurve. Ein 20er? Hast du den schon ausgespielt? Nee, aber ich schätze es mal, das ist doch so normal. Für uns. Ach so. Ja. Ich bin mal mit Kolo. Ah, komm schon. Ich bin mal mit Kolo mal zu die Pinguine geflogen. Hat ihm das gezeigt. Und er findet auf dem Rückflug mal einfach so einen 135er, glaube ich. War es nicht sogar ein 150er? Oder 150? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Ich bleib an jede Steine hängen. Oh, der Terry ist platt. Wie? Der ist platt. Warte mal, du hast doch ein paar Beeren geerntet, ne? Ja. Ich greife mal in den Beeren rein. Warte. Pff, mach das. Denn ich brauche hier auch ein bisschen. Und der farmt ja nichts. Die gute hier. Die gute. Die gute. Platsch, 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 platsch. Ja, wir können uns nicht beklagen von unserer Base-Position. Die ist ja recht mittig auf die Karte. Als ob es Absicht wäre, weißt du? Ja. Es wird auch mal Zeit, dass du einen Spot mittig findest. Also für dich. Sonst bist du immer, oh, da ist schön, und da ist schön, und da ist schön. Und das ist niemals die Und das Mitte. ist alles am Arsch der Welt. Was sind noch mit die auf Vorklar? Die Pilze? Ja. Direkt mit Brand. Fliegst du aus dem Dorf raus, knackst du gegen diese Wand. So, meine kleine Anhöhe schnappen und gucken, was da unten passiert. Oder sofort die Nase im Wasser stecken. Ja, Barry ist eher selten komplett unter Wasser. Oh, ich muss schon wieder ausruhen. Der Bär hat Ausdauer, ne? Ja, obwohl ich ja kein einziger Punkt auf Ausdauer gegeben habe. Hätte ich bei ihr vielleicht auch mal machen sollen. Ein paar Punkte auf Ausdauer. So. Das war klar. Was sieht man? Nichts. Nur Wasser. Naja, Naja, dann müssen wir halt mal ein bisschen das Sumpf durchkämmen. hast du einen Kamm mitgenommen? Ich hüpfe einfach runter. Genau, du denkst und ich beobachte das Ge Also, da sind Biberbau. Musst du mir bestimmt gleich die Blutegel abziehen. Schon wieder? Nee, bisher habe ich es nicht, aber
Ja, von hier oben sieht man recht wenig. Der sieht ziemlich tot aus. Der sieht tot aus. Alles klar. Ich komme runter. Okay, ein Frosch direkt vor mir. Ein Blutegel. Hast du schon? Ja. Zwei. Nee, das ist ein Biber, das ist gar kein Frosch. Am Tier oder an dir? Am Tier, das kannst du selber regeln. Hier ist ein Frosch. Zwei Frösche. Piranhas, war klar. Ich muss aber eine Stelle finden, wo ich die Blutegel abschneide. Und. Ah! Das sieht aber gerade. Keine Ahnung, hier vorbei geschossen. Das wird. Ach, Piranha, lass doch mal sein. Ich bin hinter dir. Warte, ich klatsche sie alle weg. Gucke mal. Blutegel abziehen. So, noch mehr. Ups. So, ihm geht's wieder. Ach, das war ein Demetrodon. Den wollte ich gar nicht. Also hier sind Frösche, habe ich zwei gesehen unter Wasser. Gut. Da hüpft eine da vorne. Aha, ich habe ihn nicht gesehen. Blau. Ein Hunderter. Okay, hast du Bulla? Bulla? Bola. Ein Treffer, der müsste liegen. Ich sag, ein Treffer, daneben geschossen. Jetzt liegt er, oder? Natürlich nicht. Aber jetzt. Jetzt? Der sieht ziemlich tot aus. Nee, der schläft. Ja, so, Stück Fisch. Ich hab's. Ja, ich hab, will Fisch? nur die Tere Fleisch, ne? Fleisch rein. Geht, ne? Ja, klar. 100 ist zwar jetzt nicht das. Der hat so aber fast getötet, ne? Ja, was. Jo, da ist noch einer. Oh, 100 gesundheitsmäßig, wie siehst du aus? Da ist Oh. noch einer. Der ist aber. Wo guckst du gerade? Welche Richtung? Kann ich von mir aus nach links? Ich kriege ihn aber nicht ins Bild, weil der 95 ist der. Irgendwas knabbert an mich ran. Das. Ach, ich habe Gott nur noch einen einzigen Kryo, ne? Wollte ich dir sagen. Ja. Aha. Wie immer super vorbereitet. Aha. Da hüpft da eine direkt vor meine Nase. Ja, das ist, glaube ich, der 95, aber das ist mir dann doch zu wenig für das, was die vielleicht leisten müssen. Da gibt es bestimmt noch mehr. Da ist noch einer. Warte mal. Der ist fertig, ne? Geh ich mal gucken. 55. Und du bist 100 auch. Ja, ich habe Mehl. Das ist ein Mädchen. 100er Mädchen. Gasso. Geben wir uns damit schon zufrieden? Ich weiß es Ich nicht. hechte hinterher. Ich weiß nur Also nicht, ich was habe. hier im Wasser ist. Wir haben gerade angefangen. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr rum. 15, Entschuldigung, du warst nicht gemeint. Ist es der hier? Ach. 100. 1. Ja, werde ich ruhig. Schieß dich trotzdem ab. Nimmst du den 100er doch? Ja.
Liegt. Was bist du jetzt für einer? So frech wie du bist? 90. Moment, die ist. Ich hab. Sind beide tot. Nee, ist bewusstlos. Ich dachte schon. Ich habe den umgebracht. Weil ich hier in dem Gebüsch nichts gesehen habe, weißt du? Im Frosch. Im Frosch, im Bär. 62. Ich habe doch ein bisschen Filet. Ach so. Hab ich doch mitgenommen. Ja, ich auch. Und? So, Waffe weg. Boah, der Frosch hat mir aber echt zugesetzt, ne? Bin fast falle ich um. Sako 25, Biberbau, 20er Frosch. Oh, das ist ja eine Katastrophe, die zu pingen, ne? So. So. Ein Tüten. Wir gucken aber trotzdem, ob wir. Ja, 100. Obwohl, wir haben keine Kryos, ne? Ich habe noch eins. Noch ein. Okay. 50. Ja, Frosch oder. Aber. Hast du schon mal gesehen, wie viele Biberbau gibt es hier? Ey, das ist nie wieder Zementproblem. Das ist ja nur ein Biberproblem, ne? Ups. Der Freddy, der haut dir die ganzen Bäume um. Ja, wollte ich gerade sagen, ey, kannst du mir die Dinger nicht stehen lassen? Nee, das macht er einfach so. Ach, ein Sarko war auch dazwischen. Ja. Noch zwei Kasten. Oh, wir haben Besuch. Ja. Moment mal, ich schnapp mir mal auf den Baum. Ja. Das schnapp ich mir noch. Wo ist mein Bär? Krieg ich Hilfe hier? So, wir machen hier einen kleinen Cut. Bis gleich. So, der Kolo ist jetzt zu uns gestoßen. Ha ha ha! Da haben wir wenigstens jemanden, der stirbt. Haha, sind es nicht wir. Das muss man sich nicht. Hahaha. Ich gebe mein Bestes wie immer. Sterben ist meine Spezialität. Du fährst jetzt weg. So. 95. Nee, also dreistellig. Also irgendwie sehe ich vom Freddy aus von oben irgendwie besser. Ich habe ein. Guck mal, ich schmeiß mal meinen Frosch raus. Ein Baby gebissen und jetzt habe ich die ganze Para am Hals. Da ist Therese, super. Therese, die Therese räumt auf, ne? Kann man nichts sagen. Ja. Ja. So. Lass uns mal weiter gucken, ne? Ob wir noch ein, zwei. Was müsst ihr denn jetzt noch suchen? Belzebufos. Also, entweder so ein ganz hoher Frosch. 140, 150. 200er Anweiher, also ich hab hier einen hohen Frosch, zum Starten. Ne? 135 hatte Wenn der. Noch was Höheres von der Flinte kommt. Ne? Haha, könnte man ja auch verpaaren, wenn wir nichts Besseres finden.
Und Baryonyx natürlich, dass wir finden oder noch einen Froschen schicken. Unter Wasser vorwärts kommen. Jo, geh mal vor. Aber wenn ich dich auf dem Frosch sehe, habe ich direkt ein Déjà-vu, weißt du das? Da kommen zwei. Ich habe heute so einen neuen Riesenwalfisch, diesen Chara, ich weiß nicht, wie der heißt, Chara irgendwas. Den habe ich heute gekillt. Dieter aus dem Wasser springen, ne? Der schießt den dich auf Seite. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ich sag mal mit Wasserdruck. Der macht den Mund auf und dann klappt er den zu und dann wirst du weggestoßen. Und nicht wenig weit. Also, das war schon ordentlich. Den hab ich springen sehen. Ach komm, Frosch. Lass ihn mal kurz zeigen. 50. Der arme Bär. Der sammelt die ganze Blutegel hier. Ich hatte bisher noch keinen. Wundert mich aber. Auf den Terry kommt keine. Ach so? Auf den Terry kriegst du keinen Blutegel. Das weiß ich noch von der Center, von der Island, wo ich gebaut habe, im Sumpf. Bin unterwegs. Baryonyx 145, alle Mann zu mir bitte. Ein Männchen. Wo? Siehst du nicht meinen? Ich bin bei dir. Ach so, ne, dann andere hinter dir, genau. Ach, der Grüne da? Der Blasse, ja. Oh, ich muss mir erstmal um Sarko kümmern. Lederhandtasche. 135er Sarko. Ist schon der zweite, ne? So ein Sarko hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was die so... Die weiß nur, dass die sehr schnell waren. Die sind sehr schnell unter Wasser. Oh. So, wie machen wir das jetzt? Zu dritt? Ich schieß drauf. Sobald so, da ist der Berry. Ich würde doch dann... Dann mal los, der Frosch kann auch im Sitzen schießen. Boah. Ja. Zack. Der ist gerade beschäftigt, das ist gut. Und tschüss. Der Frosch hier, wie viel hat der? 135, den nehmen wir da auch direkt mit. Ne? So, ich kümmere mich wieder auf die Blutegel. Der liegt auch schon. So, Fisch brauche ich jetzt. Einen Moment. Hast du einen Bären? Moment. Ich hab was, alles klar. Ja. Guck mal, und hier haben wir noch einen 135er Frosch. Das sieht ziemlich erfolgreich aus, ne? Ja, ich sehe einen Betäubungsanz. Warum höre ich euch denn so schlecht? Wo soll hier los? Hier vorne sein? Ach da. Wir reden hier von mir. Das ist nur 130. Ja, der ist 130. Was will denn der von mir? Knutschen. 145er Belzebubur. Dann nichts, dann hin. Ich muss hier den Barry bewachen. Okay, ich habe den 145er markiert. Was hast du denn gerade markiert? 145. Moment, ich muss auch mit dem Bär gehen. Okay, ich habe hier noch einen im Gebüsch liegen. Hat auch jemand Chileser? Frosch. Schieße ich mir schnell hier so ein Paracer-Baby. Cancel. Ich hab. Der Barry wurde gerade von Meganeura versaut? Angegriffen. Weil der lag auf einem toten Tier. Dabei haben sie ihn mitgetroffen. Effektivität 37%. Der ist versaut. Entweder einbauen, aufwachen lassen. Ach, das ist doch Mist. Ich würde den einbauen. Ein bisschen rumfahren. Ja. Brauche ich eine Axt? Ich weiß nicht, warum. Ich kann das aber alles bauen. Ich habe das nicht gelernt.
Ich komme hier auf den Bären rauf. Keine Laut und ich höre euch kaum. Ehrlich? Das ist in der Tat schlecht. Ich ziehe mal gerade mein Headset an, meine AirPods. Das ist aber schlecht. Ah, jetzt höre ich euch. Komm ich dann jetzt hier auf den Bären rauf. Super. Natürlich. Oh, und wie? Wahrscheinlich, weil du die ganzen Dinger da hast, die ganzen Blutegel. Nee, ich habe mitbekommen, dass ich hier zwei Frösche... was machen wir? Hast du es mitbekommen, Kolo? Der Barry ist versaut. Da war ein Mega Neura und die haben den angeknabbert. Fahr mal ein bisschen und bauen den ein. Ich kann das, ich muss es erst lernen. Das dauert. Ach so. Ja, Moment, ich. Ich habe auf jeden Fall jetzt Gute schon mal. So, der Frosch pennt. Wo schläft hier noch ein Frosch? Ich habe noch Filet in der Tasche ohne Ende. Ich hab's. Okay, alles gut. Mal gucken. Der wacht doch nicht auf, oder? Nee. Der schläft noch eine Stunde bestimmt. Stimmt. Aber bis dahin ist er gezähmt, oder soll er es rausnehmen? Ist denn versaut? Der raus. Ja. So, wenn ich auf dem Meer sitze, kann ich meine Blutegel entfernen? Nee, ne? Nee, das kann nur ich. Ah, das geht schnell. Von wegen. Oh, jetzt ist er bestimmt zuerst mal so richtig versaut. Mach den. Der hat massiv. Wir gucken mal gerade, dass wir hier ein paar Stimmbären finden. Ja, du. Ich sammle Bären inzwischen. Ich komme zu dir. Okay, ich bin ja fast da. So, ja, ich bin auch hier. So, ich bin Blutegel hier. Entfernen. Oh. Was soll ich hier machen? Was willst du denn? Soll ich hier Blutegel wegmachen? Ja, ne? Das ist aber unten, so sieht's aus. So, danke. Ah, pretty funny. Ich gehe mal zurück zum Frosch. Einmal. So. Ja. Der ist doch schon jetzt fertig. So, ein Crew habe ich noch. Kommst du? Wem folgt der denn jetzt? Ja, du bist, glaube ich, drüber gesprungen, wo er... Oh! Hast du mir jetzt gefolgt, oder was? 55. Und da kommt direkt noch einer. Guck dir das an hier, die Kollegen. Warte, bleib stehen, dass ich den eintüten kann. So geht das nicht mit euch. Der ist ja sau schnell. Na. Perfekt. 145. Da lässt sich was mit anfangen. Moment. Ja, ich weiß jetzt, ich werde nicht, aber wir tun das. Ist auch egal, die müssen wir nebeneinander stellen und dann können wir die vergleichen alle und dann suchen wir unser beste Matching raus. Ja, fahren mal ein bisschen Bären, weil per Hand ist das so jetzt wieder zu easy. Der Bär macht doch da ein bisschen mehr Effizienz, oder? Ja, ein bisschen, ne? Oh. Ach, der Bär, der bleibt überall eng. Ich weiß zwar nicht, wie viele Stimmbär ich dabei habe. So, zeig mal her. Das sind auch sogar ein paar Perlen hast du. Was sind die denn? Der warte, bevor du ihm die Stimmbär entgeben, ne? Der muss. Mal hier. Das wird immer hier rein. Ich habe Holz.
Ich weiß nicht, also wenn der aufwacht, guck mal, wie der ist fast tot. Du stellst das Bett auf, ich lass mich auffressen. Oh, guck mal hier. Was gibt es das denn? So, easy. Der hier ich kenne den halt immer nur als Fasernmaschine. Okay. So, ich muss noch ein bisschen Strom machen und dann der ist jetzt komplett voll. Kannst du dir raus? Mache ich eine Wand drumherum. Spitzhacke. Ich habe Holz, Faser. Holz wird ja wohl reichen, ne? Ja, den brauchst du eigentlich nur einmauern, dann kannst du den wach werden lassen, dann erholt er sich, dann betäuben wir den nochmal und dann ist gut. So, was haben wir denn hier? Fasern. Oh. Und Passivwände. Wer braucht denn sowas? Aber wie blöd ist das gelaufen, ne? Da lag der so quer über ein anderen toten Tier und da kommt Mega Neura und dutscht ihn mit an. So. Achso, du hast schon angefangen? Ja klar. Das nee, ich meine Kolo mit einbauen. So, hole ich mir mal die Bärchen noch raus. Naja, hier wird schon mal gebaut jetzt. Wände habe ich auch schon ein paar. Ich habe Wände. Kannst du noch ein paar Zaunfundamente hinsetzen, bis die... Ja, dann fangen wir mal an mit Wände setzen. Hast Tore, ne? Am besten. Ja, ich würde immer mal so ein bisschen... ich würde da auch ein Fenster reinmachen. Diese schmale Tür, da kommt dann durch. Und eine Tür vielleicht noch. Ach so. Nee, es geht darum, dass hier keine anderen, keine Dinos und so reinlaufen, weißt du? Stapelt sich der Effekt von den Stimmbären? Die Frage hast du. Doch, doch, aber... Der hat jetzt ungefähr 900 Stimmbären gefressen. Hoch? Ja, das. Ich würde sagen, guck mal inzwischen mal, ob wir noch einen zweiten finden. Das war ein Männchen hier, ne? Mal gucken. Ja, Männchen. Ich habe Männchen. Oder ich habe Männchen. Ich muss mal, guck mal nach im Dino-Inventar. Ob meine. Ich weiß es jetzt im Kopf nicht. Ich habe ja zwei hochlevelige Bären. Oh, ich habe einen Ball, den könnt ihr einfach schmeißen. Guck mal. Der ist nämlich auch echt brachial, mit dem war ich heute auf dem Meeresboden. Mädchen ist das. Und habe irgendwie 10.000 Öl gefarmt. Nein, nein, das ist ein Kerl. Das Mädchen. Und hier drin, der ist auch ein Mädchen. Super. Ja, wäre doch super. Wäre doch genau richtig, siehste. Ich habe nämlich noch ein Mädchen. Ja, dann haben wir ja jetzt alles komplett. Wie ich suchen war, habe ich nur zwei hohe Mädchen gefunden. Das ist super. Er muss nur gesund werden. Komm, jetzt bauen wir noch ein paar Türen schnell. Der wird von ganz allein gesund. Ja, der war ja richtig versaut, ne? Ja. Ja, die Perle, die habe ich, glaube ich, ich habe zwei Dings gemacht. Biberbau. Mhm. Deswegen bin ich, hab ich Holz, ein paar Perle, Leder, ganz viel Faser. Ja, guck mal, der hat doch jetzt hier von allem genug. Tja, was können wir denn in der Zwischenzeit mal anstellen? Eine Türding. Oh, wie weit ist denn der Kollege hier?
guck nach einer hohen Lederhandtasche. Sakko? Die sind auch flott unter Wasser, ne? Ja. Schauen wir mal. Wir haben ja schon 235er. Also hier Frösche gibt es genug. Da läuft eine. 150. Tankst du den? Ja. Lass dich mal beißen. Liegt schon. Ehrlich? Ja, Max Level. Und liegt schon. Schade, dass der so eine blöde Farbe hat. Der ist hellblau drunter. Ach, unten drunter ist er hellblau. 36 Gesundheit, 31 Nahkampf. Hast du die Werte gehört? 31 Nahkampf, ja. Und 36 Gesundheit. Ja, hab ich gehört. Hallo, Kiki. Hallo. Hallöchen. Einmal die Aufnahme grüßen, bitte. Servus. Nun berichte mal. Bist du wieder an Bord oder nicht? Oh meine. Ja. Stimmt. Das ist die richtige. Ist die richtige. Also wenn ich hier jetzt ins Menü gehe, sagt er mir 47.1. Oh. Serverping 66, 47.1. Ja, wir haben 47,2. Das ist der Server-Version. Normalerweise, unser Server ist aktualisiert, das heißt, der hat die neue Version drauf und das kriegst du auch automatisch angezeigt. Das ist dann für sich, für dich, ja. So wie ich weiß, irrelevant. Da muss ein Häkchen, weil unser Server hat ja auch ein Passwort. Also bei uns, wenn wir auf Server starten, wir haben um die 10.000 Server. Wie viel? Das ist aber wenig.
Nee, du musst ja bei unofficial gucken. Wenn du bei official darfst ja nicht gucken. Unoffizielle Sir. Du musst ja links ist official in dem. Du musst ja bei unofficial gucken. Offiziell sind ja Genau. nur die Die Public Wildcard-Server, Server. sage ich mal. Nee, Xbox Only aber auch nicht. Nee. Du brauchst einen Haken bei Auto Favorite, kannst du dir aussuchen. Du brauchst einen Haken bei Hide Full, also dass er dir volle Server nicht mehr anzeigt. Show Password Protected Servers brauchst einen Haken. Bei Xbox Only Online Multiplayer keinen Haken, also Haken weg. Bei Show Player Servers Haken weg. Dann sagst du Refresh und dann guckst du mal. Und aktualisieren. Ja, das dauert auch ein bisschen. Das dauert ja auch ein bisschen. Gute Werte auch, ne? Sonst. Richtig. Ist er tot oder ist er betäubt?